Hallo zusammen, einen wunderschönen guten Morgen. Zumindest ist bei mir gerade Morgen, bei euch ist wahrscheinlich eher Nachmittag oder Abend oder sowas. Das heißt für euch einen wunderschönen guten Nachmittag, Abend, was auch immer gerade bei euch ist. Und herzlich willkommen zu unserer achten offiziellen Hacking Challenge. Und zwar geht es dieses Mal sozusagen weiter. Das übliche Geplänkel, aber natürlich trotzdem noch, oder was heißt natürlich, trotzdem dieses Mal noch ein paar zusätzliche Ankündigungen. Das heißt, schaut euch das Video bitte komplett an. Okay. Ja, wir haben heute die achte Hacking Challenge. Das heißt, ihr kriegt hier wieder mal logischerweise keine Hinweise. Ihr könnt aber alles natürlich wie immer von meinem Kanal erlangen, alles wissen, was ihr braucht. Und natürlich ein bisschen Eigenschmack ist es auch immer dabei. Das heißt, erstmal drauf zu kommen, was man machen muss. Wenn ihr die Challenge gelöst habt, dann dürft ihr gerne rumjubeln auf allen Kanälen, die wir so haben. Also Forum, Twitter, Discord, Facebook, hier in den Kommentaren natürlich. Und ja, aber. Bitte, falls ihr irgendwie mehr Zugriff erreicht, was dieses Mal tatsächlich möglich sein könnte, bitte nicht die Challenge verändern. Bitte alles so lassen, wie es ist. Ansonsten muss ich halt natürlich den Server abschalten, Server neu aufsetzen oder sowas. Wenn ihr merkt, dass der Server down ist, dann gebt mir bitte auch Bescheid. Also, falls ihr irgendwie merkt, okay, also hohe Reaktionszeiten könnten normal sein, aber falls irgendwie tatsächlich der Server down ist, dann bitte einfach mal mir Bescheid geben. Dann muss ich den natürlich neu aufsetzen. Dann kann es auch passieren, dass einzelne Challenges rausfliegen, die dann wirklich den ganzen Server angreifbar machen. Aber ja, das dürfte klar sein. So. Gut, was ich allerdings auch noch sagen möchte, ist natürlich wieder mal ein Dankeschön an HK Hosting. Hier ist natürlich auch der Link auf der Webseite. Und ja, die stellen uns sozusagen den Server for free. Das bedeutet übrigens nicht, also dieser Server ist absichtlich mit einer Schwachstelle eingerichtet. Das bedeutet nicht, dass die Server von HK Hosting angreifbar sind, sondern nur genau dieser hier, weil er so konfiguriert wurde und so eingerichtet wurde, dass er angreifbar ist. So, und jetzt zu der zusätzlichen Ankündigung, die vielleicht letztes Mal ein bisschen untergegangen ist. Und zwar, letztes Mal war die Challenge mit dem Portscan. Da haben viele nicht oder ein paar nicht gewusst, dass man überhaupt einen Portscan machen darf. Ja, ihr dürft mit dem Server theoretisch quasi alles machen. Also das heißt Portscans, Vulnerability-Scanner, irgendwelche Angriffe, Metasploit-Exploits drauf probieren und so weiter und so fort. Ihr dürft alles machen. Allerdings dürft ihr eins nicht machen und das wäre ein Denial-of-Service-Angriff. Das bedeutet, wenn ihr irgendwie versucht, den Server mit Absicht lahmzulegen, dann ist das eher uncool. Jetzt nicht wegen mir oder sowas, sondern einfach, weil die Challenge dann für die anderen Teilnehmer nicht mehr erreichbar ist. Das wäre ganz, ganz wichtig. Das heißt, es ist nicht irgendwie ein Capture the Flag oder sowas, wo es darum geht, dass ihr möglichst den Server auch noch absichern könnt oder sollt, sondern es ist wirklich einfach nur diese Challenge oder generell alle Challenges sollen erreichbar sein und einfach eine schöne Basis zum Probieren darstellen. Aber ihr dürft trotzdem Portscans und so weiter ausprobieren. Wenn halt irgendwann der Server überlastet ist oder sowas, dann werdet ihr das wahrscheinlich merken. Dann bitte ich euch halt da ein bisschen kürzer zu fahren. Das heißt, vielleicht nicht die Hail Marys losschicken oder sowas. Okay, ja, das war eigentlich die spezielle Ankündigung. Nun zur eigentlichen Challenge. Und zwar dieses Mal haben wir hier wieder mal ein Passwort-Problem. Also wir wollen natürlich wieder mal das Passwort haben und wir wollen natürlich die Challenge runterladen. Allerdings werdet ihr wahrscheinlich feststellen, dass euch die Challenge nicht viel weiterbringt. Und da dürft ihr natürlich ansetzen. Ihr braucht dieses Mal eigentlich auch keinen Portscan und so weiter. Und es kann gut sein, dass wieder mal einige sagen, dass es zu leicht war oder sowas. Aber mir ist diese Challenge oder mir hat die sehr, sehr gut gefallen. War eine spontane Idee, mehr oder weniger. Und ich fand die Idee so toll, dass ich die direkt mal ausprobieren wollte und selber coden wollte. Und deswegen gibt es diese Challenge für euch. Ich wünsche euch viel Spaß. Falls irgendwas ist in den Kommentaren oder sowas, lest auch bitte die Beschreibung von dem Video immer. Vielleicht ändere ich da im Nachhinein immer noch ein paar Sachen. Falls ich irgendwelche, ja, keine Ahnung, zusätzlichen Informationen oder sowas für euch brauche, weil ich hier in dem Video gerade irgendwas vergessen habe. Ansonsten war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch viel Spaß. Challenge geht wie immer natürlich wieder 3 Wochen und dann kommt die Auflösung, habt ihr wieder eine Woche Zeit, dann kommt die nächste Challenge. Zumindest ist so der Plan. Wenn ich irgendwie mal verhindert bin oder sowas oder behindert bin, dann kann es etwas länger dauern. Aber normalerweise schaffen wir das ganz gut. Okay, das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.